Ja, ich stelle eine gemeinsame Arbeit vor mit Quorthorn aus Brüssel, mit Moritz Hennecke und Quorthorn aus Mannheim, mit Moritz Lubczyk. Und wir beschäftigen uns schon seit einigen Jahren mit dem Thema. Bei mir hat es angefangen in meinen ersten Doktorandenjahren. Das ist mittlerweile schon wieder ein paar Jahre her, als ich mehrere Dokumentationen zum Thema Treuhandanstalt angeguckt habe und gemerkt habe, welche Dramatik und welche Dimensionen eigentlich hinter diesem Umbruchsprozess gesteckt hat, der ab 89 in Ostdeutschland stattgefunden hat. Gleichzeitig haben diese Dokumentation viele offene Fragen hinterlassen. War das ein bisschen gut oder schlecht, was damals ge gemacht wurde? Hat es Erfolg oder war das ein reiner Skandal? Und ich dachte mir, naja, klar, 30 Jahre später knapp, da muss es doch schon sowas wie eine Lehrbuchmeinung geben. Also ab ins Internet und gesucht, was denn jetzt die herrschende Meinung dazu wäre von führenden Ökonominnen und Ökonomen. Und das Problem, was ich festgestellt habe, war, dass es so gut wie keine empirischen Studien auf Firmenebene zu den Treuhandprivatisierungen gab. Und da habe ich versucht, diese Lücke zu füllen und über viele Jahre hinweg ist eine immer größer werdende Arbeit entstanden, die inzwischen auch ja, immer mehr Co-Autoren bekommen hat, die auch noch ganz wichtige Teile dazu beigetragen haben und die ich jetzt eben im Folgenden präsentieren werde. Genau, die Privatisierung der Treuhandanstalt, das Schöne in Dresden ist, ich muss hier die Motivation nur sehr kurz halten, aber nicht nur nach deutschen Standards war das ein unglaublich umfangreiches Privatisierungsprogramm, was unglaublich viele große und kleine Schicksale mit sich brachte. Es ist allerdings auch nach internationalen Maßstäben ein sehr großes Programm gewesen, was man damals kannte. Anfang der 90er waren hauptsächlich die Thatcher-Privatisierungen, die wirklich nur ein Mini-Bruchteil der Folgen und Konsequenzen jeweils mit sich brachten, die wir in Ostdeutschland gesehen haben. Woran wir uns in diesem Projekt dann nun machen, ist, wir haben ganz viele verschiedene Datenquellen zusammengetragen, die wir teilweise aus Archiven, teilweise mit sehr, sehr langen Nachfrageversuchen irgendwann mal bekommen haben, um eben das Privatisierungsprogramm der Treuhand, angefangen von der anfänglichen Situation, wie die Treuhand begonnen hat, bis zu den langfristigen Konsequenzen, bis zu 20 Jahren nach der Privatisierung, um die nachzuvollziehen zu können. Und dabei können wir auch versuchen, zumindest das Mandat der Treuhandanstalt, der Privatisierungsbehörde, mit diesen Daten ein bisschen genauer zu beleuchten. Trotzdem nochmal eine kleine Übersicht zu dem, was hier überhaupt der historische Kontext gewesen ist. Die Treuhandanstalt, so wie sie typischerweise verstanden wird, hat ihre Arbeit im Juli 1990 aufgenommen. Sie hat dazu übertragen bekommen, alle Firmen, die zuvor eben volkseigene Betriebe gewesen sind in der DDR. Sie war untergeordnet dem Bundesministerium der Finanzen und hat sich dann unter dem Treuhandgesetz an die Arbeit gemacht. Und im Treuhandgesetz, da stehen einige Dinge, aber ich denke, so der Kern des Mandats, was die Treuhand mit auf den Weg bekommen hat, war die unternehmerische Tätigkeit des Staates durch Privatisierung so rasch und so weit wie möglich zurückzuführen. Also Privatisierung war die Kernaufgabe, neben verschiedenen anderen Aufgaben, die Treuhand auch noch wahrgenommen hat. Die Herausforderungen waren nun aus diesem riesigen Pool an Firmen, das waren bis zu 12.000, je nach Zählweise, zwischen sprich von 8.000 und 12.000 Firmen, die Treuhand auf einmal unter ihren Fittichen hatte. Und die musste sich natürlich zunächst mal Informationen beschaffen, einen Überblick, um dann entscheiden zu können, letzten Endes soll jetzt ein Unternehmen privatisiert werden oder soll es liquidiert werden. Wenn es privatisiert werden soll, an wen kann ein Unternehmen verkauft werden, wer steht da zur Verfügung und mit den Leuten, die dann eventuell ein Interesse daran haben,
müssen dann Verträge geschlossen werden, um diesen Eigentümerwechsel dann tatsächlich auf die Kette zu bringen. Das Ganze war keine schöne, keine leichte, keine tolle Aufgabe, um die sich die Leute geprügelt haben, denn die Ausgangssituation des Ganzen war extrem schwierig. Zum einen hatte man überhaupt keine historische Vorerfahrung mit so einem Mammutprojekt. Zum anderen war die Situation der damaligen Betriebe alles andere als rosig. Es gibt zum Beispiel eine Studie des Nobelpreisträgers George Akerlof, der sich anhand von DDR-Daten, von Kombinaten 1987, die in den Westen exportiert haben, hat der Simulationen gemacht, ob diese DDR-Unternehmen unter Marktbedingungen noch wettbewerbsfähig wären, ob die das überleben könnten, eine Umstellung. Und da ist er zum Schluss gekommen, von den 300 Unternehmen, die er untersucht hat, würden es alle außer ein einziges Unternehmen vermutlich nicht überleben. Die DDR-Unternehmen sind quasi über Nacht, waren sie einem Weltmarkt ausgesetzt, auf den sie so nicht vorbereitet waren. Gleichzeitig sind ihre traditionellen Handelspartner im Osten innerhalb von Monaten zusammengebrochen. Es gab starke Lohnerhöhungen, zum einen durch die Währungsunion mit der Umstellung 1 zu 1, zum anderen auch durch Gewerkschaftsforderungen, die den Betrieben zusätzliche Probleme bereitet haben. In all diesem Schlamassel, sage ich mal, musste die Treuhand nun diese Entscheidung fällen, und es relativiert vielleicht die eine oder andere Sache, die wir dann vielleicht später diskutieren werden und die wir jetzt auch in den Ergebnissen entdecken werden. Kern dieser Arbeit ist, wie gesagt, dass wir ganz viele verschiedene Datensätze zusammentragen. Ich werde, anstatt jetzt hier die Liste einzeln durchzugehen, werde ich die einzelnen Datensätze dann jeweils kurz erwähnen und vorstellen, wenn ich sie tatsächlich in die Analyse einbringe. Deswegen hier nur das als kurze Übersicht. Und zunächst, bevor wir in unsere Analysen einsteigen, zunächst auch mal noch ein paar Hinweise. Auch wenn wir schon erste Ergebnisse veröffentlicht haben, ist es immer noch ein Projekt, was sich in der, ja, in der aktuellen Arbeit befindet. Das Projekt ist noch nicht wissenschaftlich veröffentlicht. Das heißt, es können sich noch immer einzelne Ergebnisse verändern. Was auch ganz wichtig ist, weil wir große Mengen an Daten zusammenbringen, nicht immer können wir von einer hundertprozentigen Zuverlässigkeit ausgehen. Ein Teil der Daten beruht zum Beispiel auf Umfragen der betroffenen Firmen, wo es natürlich dann auch verschiedene Nachteile oder Probleme gibt. Im Großen und Ganzen, denke ich, wird sehr zuverlässig, dass wir ein schlüssiges Bild aber zeichnen können. Wichtig ist aber, weil wir immer die große Gruppen von Firmen betrachten, wir versuchen quasi die treuen Firmen aus der Vogelperspektive gleich zu beleuchten, dass dabei keine Rückschlüsse auf Einzelfirmen betrachtet werden. Also Sie kennen wahrscheinlich bestimmt viele Beispiele von Firmen in Ihrer Umgebung und was daraus geworden ist. Wir machen quasi das Gegenteil. Wir gucken von oben auf die Schnittmenge aller Firmen und versuchen herauszufiltrieren, welche Grundtendenzen es denn gegeben hat. Und bei allen Auswertungen ist natürlich wichtig, dass wir alle die Firmen immer anonymisiert betrachten, sodass auch hier dadurch keine Rückschlüsse auf Einzelfirmen notwendig und möglich überhaupt sind. Was war das Ergebnis der Treuhandtätigkeit? Das ist jetzt noch keine Neuigkeit. Das können Sie so in ähnlicher Form auch im Abschlussbericht der Treuhand nachlesen. Hier zeige ich nur Ihnen eine Auswertung aus unserem ersten Datensatz, unserer generellen Datenstruktur zugrunde liegt nämlich ein Firmenregister, was wir von der
von der BVS, der vorher Nachfolgeagenturen bekommen haben, wo wir zum Beispiel zunächst einfach mal alle Firmen drin haben und einfach sehen können, was ist denn aus den Firmen am Ende der Treuhandtätigkeit geworden. Und da sehen wir hier zum Beispiel in diesem Balken, dass der überwiegende Teil der Firmen ist privatisiert worden, ungefähr 60%, ungefähr ein Drittel sind geschlossen worden, also liquidiert. Ein kleinerer Anteil noch sind restituiert worden, das heißt, sie wurden an frühere Eigentümerinnen und Eigentümer zurückgegeben, sofern sie dann nicht während der Zeit der Sowjetbesatzung enteignet worden sind. Und der allerkleinste Anteil von Firmen, der wurde kommunalisiert, der wurde an quasi Gemeinden und Landkreise übertragen. Das waren vorher definierte Industrien in der öffentlichen Daseinsfürsorge, die hinter diesen Zahlen stecken. Auch die Restitution haben einen besonderen Prozess durchlaufen. Dafür waren nämlich nicht die Treuhandanstalt zuständig, um diese Ansprüche zu prüfen, sondern Vermögensämter. Das heißt, ob eine Firma an Alteigentümer zurückgegeben wurde, stand nicht in der Macht der Treuhand. Deswegen konzentrieren wir uns in der folgenden Analyse dann auf die Entscheidung, die die Treuhand wirklich selber auch treffen konnte, nämlich wird eine Firma privatisiert oder wird sie liquidiert? Das ist quasi die Frage, die hier im Rahmen der Treuhandentscheidung beantwortet werden muss. Und insbesondere in der öffentlichen Debatte gibt es immer wieder Aussprüche, dass die Treuhand eben in großer Anzahl auch wettbewerbsfähige Unternehmen geschlossen hat und liquidiert hat, die doch vielleicht eigentlich eine Chance verdient hat. Nun können wir die Frage, ob die Treuhand wettbewerbs- oder fähige Unternehmen geschlossen hat, nicht direkt beantworten. Was wir allerdings beantworten können und im Folgenden betrachten wollen, ist, ob es auch wirklich so gewesen ist, dass bessere Firmen auch eine höhere Wahrscheinlichkeit hatten, privatisiert zu werden. Was meine ich mit besseren Firmen? Da helfen uns ein weiterer Datensatz, nämlich Firmenbefragungen, die durch die Treuhand und durch die Bundesagentur für Arbeit unter den Treuhandfirmen durchgeführt wurden, wo verschiedene Beschäftigungskennzahlen abgefragt wurden, aber verschiedene finanzielle Kennzahlen. Und aus diesen Kennzahlen berechnen wir recht simple Maße für Produktivität von Firmen. Insbesondere ist das die Arbeitsproduktivität, das ist einfach ein Verhältnis von Umsätzen, die die Firma zu dem Zeitpunkt macht. Das bezieht sich typischerweise auf den Zeitpunkt um 1991, als diese Firmenbefragungen gestartet wurden. Und auf die Stundenproduktivität, also wenn man noch die geleisteten Arbeitsstunden zusätzlich berücksichtigt. Was wir dann machen, wir nehmen alle Treuhandfirmen, für die wir diese Produktivitätsindikatoren beobachten können und wie sie früher in der Schule vielleicht auch machen mussten, im Sportunterricht, nach der Größe aufstellen an der Wand. So machen wir das mit den Treuhandfirmen. Wir sortieren die Treuhandfirmen quasi nach ihrer Produktivität und reihen hier die auf. Ein Wert von 100 sind quasi das 1% der produktivsten Firmen nach diesem Indikator. Und hier der Perzentilrang von 0 auf dieser Achse in dieser Grafik, der entspricht dem 1% der unproduktivsten Firmen. Und jetzt können wir vergleichen diese verschiedenen Gruppen mit ihrer durchschnittlichen Privatisierungsrate. Und was wir hier sehen, ist eine relativ deutlich nicht monoton ansteigende Kurve, die uns quasi zeigt, dass egal auf welches der beiden Produktivitätsmaße wir hier gucken, in beiden Fällen gibt es so eine leicht ansteigende Kurve, angefangen bei einer Privatisierungsrate von ungefähr 40% für die unproduktivsten Unternehmen und
ungefähr von einer Privatisierungsrate von 70 bis 80% am oberen Ende der Produktivitätsverteilung. Dieses Ergebnis berücksichtigt jetzt aber viele Faktoren noch nicht, zum Beispiel in welcher Branche ein Unternehmen tätig war, in welchem Bundesland und welche Bundeslandpolitiken vielleicht da eine Rolle gespielt haben können. Und deswegen versuchen wir das Ganze auch noch ein bisschen komplizierter aufzuschlüsseln durch Regressionsverfahren, wo wir für verschiedene andere Faktoren nochmal kontrollieren können. Das Ergebnis, was Sie hier in der Tabelle sehen können, aber nicht verstehen müssen, ist aber einfach, dass dieser positive Zusammenhang zwischen der Produktivität und der Wahrscheinlichkeit, privatisiert zu werden, bleibt erhalten, auch wenn wir für verschiedene andere Dinge berücksichtigt haben. Das heißt, es scheint hier auf jeden Fall ein robuster Zusammenhang schon mal zu geben. Ähnlich ist es mit der Dauer bis zur Privatisierung. Die Treuhand sollte ja nicht nur privatisieren, sondern auch möglichst schnell. Wenn wir hier wieder diese gleichen Produktivitätsindikatoren auf die X-Achse plotten und dann die Dauer in Monaten auf die Y-Achse drauflegen, dann sehen wir, dass hier die unproduktivsten Unternehmen, da hat es ungefähr 30 Monate gedauert, bis sie dann privatisiert werden konnten. Bei den produktivsten Firmen am anderen Ende der Skala war es aber auf jeden Fall deutlich schneller auf jeden Fall und circa ein halbes Jahr beträgt hier der Unterschied. Auch hier ist es wieder so, dass wir für verschiedene andere Faktoren wie Geografie und Branche kontrollieren können und dass auf jeden Fall dieser Zusammenhang stabil bleibt. Gleichzeitig machen wir auch noch alle anderen technischen und nicht technischen Checks und auch hier fällt uns auf, dass es ein deutlicher und stabiler Zusammenhang zwischen den beiden Größen zu geben scheint. Die spannende Frage ist jetzt aber, ist dieser Zusammenhang jetzt wirklich getrieben durch das, was die Treuhand entschieden und gemacht hat? Oder könnte es nicht auch sein, dass die Käufer sich einfach die besten Firmen rausgepickt haben? Dazu nehmen wir eine weitere Quelle, und zwar interne Bewertungen von Firmen, von Treuhandfirmen, die durch den sogenannten Leitungsausschuss gemacht wurden. Es war ein Gremium, was der Treuhand angeschlossen war, wo verschiedene Rechts- und Finanz- und Unternehmensexperten drin waren, die die Aufgabe hatten, den größten und wichtigsten Treuhandfirmen Schulnoten zu verteilen. Und diese Schulnoten, die sollten dann dazu dienen, dass die Treuhand anhand dieser Note die Firmen entsprechend priorisiert und die entsprechenden Maßnahmen einleitet. Also Privatisierung für die guten Firmen und Liquidierung für die schlechten Firmen. Die Skala hier, die trug eben 1 für sehr gut und 6 für überhaupt nicht gut. Sofort schließen am allerbesten. Und wenn wir den Historikern, die dazu geschrieben haben, glauben dürfen, dann hat die Treuhand diesen Empfehlungen auch wirklich in der Regel Folge geleistet. Wir betrachten uns insbesondere diese Bewertungen, die innerhalb des ersten Jahres der Treuhand-Existenz erstellt wurden. Das machen wir deswegen, um sicherzustellen, dass diese Bewertungen wirklich Treuhand eigene Prozesse und Entscheidungen darstellen und nicht irgendwelche Lerneffekte, die die Treuhand zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht hatte, nachdem sie schon relativ genau wusste, für welche Firmen es vielleicht von Investorenseite ein besonders großes Interesse geben können. Wenn wir jetzt aber hier wieder die beiden Variablen, Privatisierungswahrscheinlichkeit und Dauer bis zur Privatisierung angucken, dann finden wir genau das bestätigt. Also auch wenn wir nach diesen internen Bewertungen der Treuhandfirmen gehen, dann haben wir wieder das Bild, dass bessere Firmen öfters privatisiert werden und auch schneller das passiert, wenn sie diese gute Bewertung bekommen haben. Ein zweiter Punkt aus der öffentlichen Debatte, der viele Leute herumtreibt und der auch sehr spannend ist und so noch nicht beantwortet wurde, ist der Punkt,
oder die Kritik, dass die Treuhand Unternehmen und Volksvermögen damit verschleudert hat und zu niedrigen Preisen verkauft hat. Hier helfen uns Daten, an die Harald Tauer, das ist ein Professor aus der Schweiz, Anfang der 90er Jahre aus den Vertragskontrollen der Treuhand direkt bezogen hat. Und die Vertragsdaten und die wichtigsten Vertragsbestandteile für mehrere tausend Firmen der Treuhand beinhalten. Die wichtigsten Bestandteile waren zum einen natürlich der Verkaufspreis. Zum anderen war es aber auch wichtig, dass die potenziellen Käufer angeben, wie viel Beschäftigung sie bereit sind, aufrechtzuerhalten für mehrere Jahre und wie viel sie bereit sind, in die ostdeutschen Unternehmen zu investieren. Und wir können jetzt wieder unsere Produktivitätsmaße, die ich gerade eben schon eingeführt habe, nämlich die Arbeitsproduktivität und die Stundenproduktivität benutzen, um zu gucken, war es denn wirklich so, dass die Treuhand erreicht hat, dass bessere Firmen, produktivere Firmen auch einen höheren Preis erzielt haben. Und wenn wir hier also in der ersten Grafik uns die Preise angucken, dann sehen wir hier wieder auch einen positiven Zusammenhang, also höhere Produktivität, bessere Preise. Schon mal eine kleine Beruhigung. Wie sieht es aus mit den Investitions- und Beschäftigungsgarantien der Firmen? Da ist der Verlauf ein bisschen flacher. Genauso bei den Investitionsversprechen, die Investoren haben, ja, also ein leicht ansteigender Zusammenhang. Insgesamt bleibt so ein bisschen die Tendenz, bessere Firmen, bessere Vertragsergebnisse. Und auch hier können wir wieder von einem robusten Zusammenhang, von einer robusten Korrelation sprechen, auch wenn wir diese Zusammenhänge wieder durch unsere Regression durchjagen oder alle anderen möglichen Checks damit unternehmen. Nächste Frage, die auch sehr viel diskutiert wurde: Hat die Treuhandanstalt einfach die besten Firmen an Westdeutsche verkauft und hatten Ostdeutsche überhaupt eine Chance? Hier helfen uns die Daten aus dem Mannheimer Unternehmenspanel. Das Mannheimer Unternehmenspanel beruht wiederum auf Daten von Kreditreform, die systematisch schon Anfang der 90er angefangen hat, die Handelsregister in Ostdeutschland zu durchforsten und Informationen zu erheben, sodass nahezu schon ab 94, 95 von einer Vollerhebung in Ostdeutschland gesprochen werden kann über die damalige Firmenlandschaft. Darüber bekommen wir auch Informationen über die Eigentümer von Firmen und über die Eigentümerstruktur und können damit untersuchen, wer sind denn jetzt nach 94, nachdem die Treuhand ihre Arbeit beendet hat, die neuen Eigentümer dieser Firmen gewesen. Und wir können sogar noch mehr machen. Wir können nicht nur die direkten Eigentümer bestimmen. Wenn die direkten Eigentümer eine Gesellschaft ist, die wiederum zu einer Holding gehört, die dann einem Privatmenschen untersteht, können wir diese ganze Kette von Eigentümerschaften nachvollziehen, um dann darüber eine Aussage zu treffen, ist der Eigentümer, die Eigentümerin nun in Ostdeutschland gemeldet oder in Westdeutschland gemeldet. Also es geht um die Meldeadresse dieser Person, nicht unbedingt die soziale Identität oder jemand, der vielleicht dafür umgezogen ist, um in Ostdeutschland eine Firma zu erwerben und zu führen. Was sehen wir dann, wenn wir jetzt einfach mal das rein quantitativ betrachten, dass es natürlich so ist, das ist kein Gerücht, dass die größte Anzahl an Firmen an Westdeutsche verkauft wurden. Das ist insofern auch erstmal keine Riesenüberraschung, weil für eine Firmenübernahme ein gewisses Kapital, ein gewisses Verständnis von Unternehmensführung notwendig ist, Markterfahrung, Lieferanten- und Kundenbeziehungen, wo Westdeutsche mit Sicherheit im Vorteil gewesen sind. Dennoch ist ein rein zahlenmäßig ein gar nicht so kleiner Anteil auch an ostdeutsche Eigentümer gegangen. Ein sehr kleiner Anteil ging an internationale Eigentümer.
Das Bild wandelt sich dann schon ein bisschen, wenn man diese Anzahl an Firmen oder dieser Firmenanteile dann gewichtet, zum Beispiel nach Umsätzen, das ist die mittlere Grafik, oder nach Beschäftigung. Da merkt man dann, dass dieser mittlere Balken von der Westdeutschen nochmal deutlich nach oben schnellt, was also bedeutet, dass vor allen Dingen große und umsatzstarke Unternehmen nach Westdeutschland verkaufen wurde und eher die kleineren Unternehmen typischerweise an Ostdeutsche verkauft wurden. Sind es dann auch vielleicht die besseren gewesen? Dafür hilft uns jetzt wieder unsere Arbeitsproduktivitätsmaße. Die können wir in Verbindung bringen mit einem Indikator, der uns eben angibt, ob diese Firma mehrheitlich in ostdeutscher oder in westdeutscher Hand ist. Und je näher wir uns den sehr stark produktiven Firmen annähern, dem rechten Rand hier in der Grafik, desto geringer fällt allerdings der Anteil von ostdeutschen Eigentümern aus. Und umgekehrt spiegelbildlich, desto höher ist der Anteil an westdeutschem Eigentum. Also dass die besten Firmen öfters in westdeutscher Hand gelandet sind, da gibt es auf jeden Fall Evidenz dafür, dass da auch was dran ist. Auch hier können wir wieder alle möglichen zusätzlichen Analysen fahren und das Ergebnis bleibt so bestehen. Ein weiterer beliebter Punkt in der öffentlichen Diskussion ist, dass deutsche Unternehmen diese Übernahmen durchgeführt haben, um dadurch die Konkurrenz in Ostdeutschland ausschalten zu können, um sie platt zu machen, wird auch gerne gesagt. Auch hier kann uns das Mannheimer Unternehmenspanel weiterhelfen, weil es nicht nur eine Einmalunterhebung basierend auf den Handelsregistern ist, sondern diese Information aus den Handelsregistern immer kontinuierlich über viele Jahre erhoben wurde. Und wir damit Überlebensmaße bilden können für 5, für 10, für 15 oder auch für 20 Jahre. Und wir deswegen gucken können, ob denn dieses Produktivitätsmaß, was wir anfangs gebildet haben, ob das dann überhaupt was aussagt, zunächst über die Wahrscheinlichkeit, dass ein Unternehmen auch langfristig wirklich erfolgreich gewesen ist. Das vorneweg, das sind zum einen hier die normale Arbeitsproduktivität, die ich jetzt blöderweise durchgestrichen habe, und die Stundenproduktivität. Und egal, welchen Zeitraum wir angucken, ob jetzt 5 Jahre, 10, 15 oder 20, wir haben auf jeden Fall immer diesen positiven Zusammenhang, dass eine höhere anfängliche Produktivität, typischerweise eben zurückgehend auf 91, auch dann ein langfristiges Überleben gesichert hat. Das gilt genauso auch für unser anderes Produktivitätsmaß. Die spannende Frage aus der öffentlichen Debatte war ja doch, ist es denn so gewesen, dass westdeutsche Eigentümer so verfahren sind, dass eben Konkurrenz platt gemacht wurde? Zumindest wenn wir das große Ganze, der große Pool von Firmen in Ostdeutschland betrachten und unsere Regressionsanalysen verwenden, um die Wahrscheinlichkeit zu erklären, dass eine Firma langfristig überlebt, zum Beispiel über 10, 20 Jahre. Da muss ich jetzt doch mal kurz die Tabelle zu Rate ziehen mit den Regressionen. Dann sehen Sie vielleicht trotzdem, dass diese Zahlen, die angeben, ob ein westdeutschen Mehrheitseigentümer vorliegt, dass die eine positive Ausprägung haben, dass sie kein negatives Vorzeichen haben. Und übersetzt heißt es, dass eine westdeutsche Eigentümerschaft über 10 oder 20 Jahre einen Überlebensvorteil von 7 bis 10 Prozentpunkte gebracht hat. Also eine Übernahme durch westdeutsche Eigentümer ist eher verknüpft mit einer stärkeren Überlebenswahrscheinlichkeit als eine ostdeutsche Eigentümerschaft, was vielleicht ja intuitiv betrachtet dann doch wieder nicht so überraschend ist, wenn man bedenkt, dass diese ganzen Vorteile wie Kontakte zu
zu Lieferanten und neuen Absatzmärkten, zu Managementtechniken aktueller Art und so weiter, vielleicht westdeutsche Eigentümer doch im Vorteil gewesen sein dürften. Auch dieser Zusammenhang ist wieder robust, auch wenn wir für andere Dinge kontrollieren, insbesondere die anfängliche Produktivität von Firmen. Auch das kann diesen Unterschied nicht wegerklären. Hier ist es dann wohl eher wieder ein Punkt, wo die öffentliche Meinung zumindest für die Gesamtheit, für den großen Pool an Firmen, den wir hier betrachten können, eher keine Evidenz findet. Zum Schluss möchten wir nochmal zusammenbringen die verschiedenen Elemente oder zwei verschiedene Elemente, die wir hier schon betrachtet haben und fragen, hätte die Treuhand bei der Auswahl der Firmen, die privatisiert wurden, denn auch eine bessere Auswahl treffen können? Und bessere Auswahl operationalisieren wir in dieser Analyse mit einer Wahrscheinlichkeit der Firma, dass sie ein langfristiges Überlebenspotenzial hat. Dadurch, dass wir es für sehr viele Firmen beobachten können, ob diese Firmen überleben oder nicht, können wir dazu eine etwas komplexere Analyse noch fahren, die ich aber trotzdem für Sie versuchen werde, herunterzubrechen. Nehmen wir mal an, die Treuhand hatte 5 Firmen von 1 bis 5. Und sie hat sich dafür entschieden, 1, 3 und 5 zu privatisieren. Jetzt ist die Frage, hätte die Treuhand vielleicht ein besseres Ergebnis erzielen können, hätte sie die Firmen 1, 2 und 3 privatisiert? Hätten wir damit eine Firmen gehabt, die 1, 2 und 3, die ein höheres Niveau an Beschäftigung, eine höhere Rate an überlebensfähigen Firmen ja, dargestellt hätten. Um die Frage zu beantworten, müssen wir natürlich wissen, welche Überlebenswahrscheinlichkeit haben denn diese Firmen 2 und 4, die nicht privatisiert wurden. Dazu machen wir uns zunutze einen Algorithmus, auf Neudeutsch Machine Learning, den wir füttern anhand dieser 3 Beobachtungen, von denen wir genau wissen, ob sie überlebensfähig waren in der langen Frist oder nicht. Dem Algorithmus stellen wir alle Informationen zur Verfügung, die wir Anfang 90, Anfang 91 über diese Firma schon zur Verfügung haben. Gleichzeitig stellen wir dem Algorithmus zur Verfügung die Informationen, ob diese Firma langfristig überlebensfähig ist oder nicht. Und der Algorithmus stellt jetzt eine sehr genaue Relation zwischen diesen beiden Ebenen her und versucht aus diesen Anfangsgegebenheiten der einzelnen Firma dann heraus vorherzusagen, ob das eine überlebensfähige Firma ist oder nicht. Wenn wir diesen Algorithmus dann trainiert haben, spezifiziert haben, können wir diesen Algorithmus dann auch dazu verwenden, die Information der Firmen 2 und 4 einzuspeisen. Zu speisen und dieser Algorithmus liefert uns dann quasi eine Vorhersage, ob Firma 2 und ob Firma 4 auch überlebensfähig gewesen wären. So, wenn wir jetzt Informationen über alle 5 Firmen haben, zumindest eine plausible Vermutung, ob es sich dabei um unternehmensüberlebensfähige Firmen handelt oder nicht, können wir Spielchen machen. Ist es denn tatsächlich so, dass 1, 2 und 3 die bessere Auswahl gewesen wäre oder nicht? Oder war vielleicht 1, 3 und 5 schon die bestmögliche Auswahl? Das erkläre ich Ihnen in der folgenden Tabelle, wo wir genau das betrachten. Zunächst zeige ich Ihnen nochmal 2 Zahlen, oder zumindest eine Zahl, die wir in ähnlicher Form schon mal gesehen haben. Nämlich, dass ungefähr 66%
Prozent, ungefähr zwei Drittel der Firmen, die die Treuhand tatsächlich privatisiert haben, haben über 10 Jahre überlebt, waren über diesen Zeitraum überlebensfähig. Und was ich Ihnen noch nicht gesagt habe, ist, dass daran ungefähr eine anfängliche Beschäftigung von ungefähr 900.000 Stellen dran hing. Wenn ich jetzt nur drauf gucken möchte, was hat unser toller Algorithmus für diese Firmen hervorgesagt, dann kriege ich diese beiden Zahlen, 70% und 970.000 Stellen. Daran kann ich jetzt schon mal sehen, okay, unser Algorithmus für diese Firmen, wo wir die tatsächliche Information auch haben, um das zu überprüfen, der liegt eigentlich gar nicht so weit entfernt an dem, was wir tatsächlich feststellen können. Also nehmen wir doch jetzt mal diesen Algorithmus, um andere Szenarien durchzuspielen. Zum einen können wir uns ein Szenario vorstellen, um mal so eine Untergrenze zu bekommen, was denn im schlechtesten Fall passiert haben könnte, wenn die Treuhand immer nur diese Firmen privatisiert hätte, die von diesem Modell, das wir natürlich nur ex post kennen und überhaupt so spezifizieren können. Was würde passieren, wenn die Treuhand nur die schlechtesten, mit der schlechtesten Wahrscheinlichkeit privatisiert hätte? Na, dann wären wir vermutlich geendet mit einer Selektion von Firmen, die zu circa 50% im 10-Jahres-Zeitraum überlebt hätten und an denen ungefähr 660.000 Stellen drangehangen wären. Umgekehrt, Szenario mit den allerbesten Firmen hätte ein Ergebnis erbracht, wo ungefähr 96% überlebt hätten mit ungefähr 1,3 Millionen Stellen. Zugegeben, beide Szenarien sind eben unwahrscheinlich, weil sie Informationen oder unfair insofern gegenüber der Treuhand, weil sie Informationen verwenden, die wir heute haben, nachdem wir schon gesehen haben, was nach 10 Jahren passiert, was damals mit Sicherheit nicht so einfach vorhersagbar wäre. Aber was ist denn mit einer anderen Privatisierungsregel? Was ist denn, wenn die Treuhand einfach nur entschieden hätte, wir nehmen jetzt den Anteil von Firmen, die einfach nach ihrem Produktivitätsindikator, der ja damals tatsächlich schon auch bekannt war, nachdem ihrem Produktivitätsindikator privatisiert worden wären. Wenn wir da wiederum den gleichen Anteil an Firmen rausschneiden und gucken, was ist mit denen passiert. Und da haben wir eben unsere beiden Produktivitätsindikatoren angeguckt, was passiert jeweils mit diesen Firmen. Und da haben wir ein Ergebnis, was dem Szenario relativ ähnlich kommt, also dem eigentlichen Ergebnis der Treuhandtätigkeit, nämlich dass ungefähr 70% der Firmen tatsächlich überleben über den 10-Jahres-Zeitraum und ungefähr eine Beschäftigung von 800.000, 900.000 Jobs da dranhängt. Also Fazit dieser ganzen Analyse ist quasi, wenn wir uns die Firmen, die von der Treuhand privatisiert, tatsächlich angucken würden, dann ist es so ungefähr eine Selektion, die ziemlich genau in der Mitte liegt zwischen einem Best Case und einem Worst Case Szenario und was ungefähr so einer einfachen Produktivitätsselektionsregel entspricht und dem dann doch relativ stark ähnelt. Um auch noch Zeit für die Diskussion zu haben, zwei kurze Schlussfolgerungen. Ich hoffe, Sie konnten mir gut folgen und glauben wir auch, dass es hier wirklich die erste große umfassende Analyse des Privatisierungsprogramms gewesen ist mit einigen neuen Ergebnissen. Und wenn wir nochmal an eines meiner Eingangsstatements zum Mandat der Treuhandanstalt zurückerinnern, dann ist es in der Tat so, dass die Ergebnisse so interpretiert werden können, dass sie mit dem gesetzlichen Mandat wettbewerbsfähige Unternehmen so schnell und so umfassend wie möglich zu privatisieren, mit diesem Mandat konsistent sind. Ist das ein Jubelergebnis? Mit Sicherheit trotzdem nicht. Ich denke, wenn wir uns auch nochmal betrachten, die ganzen Schwierigkeiten, die mit diesem Prozess einhergegangen sind, die ganzen
die ganzen Jobverluste, die es auch durchaus in privatisierten, erfolgreich privatisierten Unternehmen gegeben hat, die typischerweise ja, eine starke Schrumpfung erstmal zur Folge hatten, ist es mit Sicherheit trotzdem schwer, von einem Erfolg zu sprechen. Deswegen finde ich das Fazit von Wolfgang Seipel, einem Verwaltungswissenschaftler von der Universität Konstanz, der eines der ersten Standardwerke zur Treuhand geschrieben hat, der gesagt hat, die Treuhand ist erfolgreich gescheitert, finde ich, passt es auch immer noch sehr gut zu unseren Ergebnissen hier. Erfolgreich im Sinne davon, dass sie vielleicht unter ihren Möglichkeiten makroökonomisch und mikroökonomisch vielleicht noch geschafft hat, ihr Mandat recht gut zu erfüllen. Dass wenn wir das Ergebnis des Strukturwandels insgesamt angucken, es natürlich keinen Grund gibt, hier sich auf die Schultern zu klopfen und die Sektkorken zu öffnen. Soweit mal von mir und jetzt wieder zurück an Marcel Thum und Jochen Wagnitz. Ja, vielen Dank. Spannende Detektivarbeit, wirklich beeindruckend, was Sie da alles ausgegraben und zusammengetragen haben.